Lisa, wir sind mit dir. Russische Zeitungen übernehmen dieses Zitat von einer Demonstration vor dem Kanzleramt in Berlin. Russlanddeutsche hatten hier am Wochenende protestiert gegen einen vermeintlichen ungeheuerlichen Vorgang. Ein 13-jähriges Mädchen sei von Ausländern arabischen Aussehens entführt und vergewaltigt worden. Russlanddeutsche Landsmannschaften in Deutschland haben sich inzwischen von solchen Demonstrationen distanziert. Die Meldung von der mutmaßlichen Vergewaltigung verbreitet sich allerdings schnell über russische Medien und das Internet und bekommt mit den Äußerungen des russischen Außenministers Lavrov eine neue Dimension. Es ist absolut klar, dass das Mädchen nicht freiwillig für 30 Stunden verschwand. Hier müssen Freiheit und Gerechtigkeit herrschen. Ich hoffe sehr, dass die Migrationsprobleme nicht zu dem Versuch führen, die Realität wegen Political Correctness und innenpolitischer Zwecke zu beschönigen. Der Vorwurf, deutsche Behörden könnten bewusst vertuschen. Der Sprecher der Bundesregierung will diese Äußerung nicht überbewerten, stellt aber unmissverständlich klar: Wir haben in Deutschland einen Rechtsstaat. Wir haben in Deutschland eine unabhängige Justiz, der jeder Bürger vertrauen kann. Und diese Justiz soll in Ruhe und ohne Störung ihrer Ermittlungen von außen arbeiten können. Es gibt überhaupt keinen Anlass, es verbietet sich sogar, diesen Vorgang politisch zu instrumentalisieren. Die Staatsanwaltschaft in Berlin hält sich mit Informationen zurück, weil das Mädchen minderjährig ist, geht aber nicht von einer Vergewaltigung aus. In ihren Vernehmungen haben sich dann Widersprüche ergeben. Die 13-Jährige hat dann mehrere, insgesamt vier Versionen erzählt, um ihr Verschwinden zu erklären. Ist also nicht mehr bei der Vergewaltigung geblieben. Die deutschen Behörden ermitteln weiter gegen zwei Männer türkischer Herkunft. Es gibt den Verdacht, sie hätten einvernehmlich Sex mit dem Mädchen gehabt. Auch wenn es keine Vergewaltigung war, ist das bei Minderjährigen strafbar.